Vertreter aller Familien sind hier. Also beginnen wir. Wie wir wissen, wird der Herr diese Sphären verlassen. Sparen verlassen. Komm zur Sache. Damit das Leben weitergeht, hat er seine letzte Kraft in diese Kristalle gesteckt. Cheon? Der Cheon? Der Cheon uns alte Macht 1 und 2? Der Cheon? Oh Gott, das ist... Und das ist da, ist da... Ist da... Oh Gott, wie ihr es erkennt? Nicht kenne. Ich komme nicht auf den Namen von Protagonisten vom ersten Teil, aber Cheon, der Cheon, oh Gott. Das ist so, und Void auch, oh Alter. Hier die ganzen eigenen Charaktere, das ist eigentlich schon cool, wie die eigenen Charaktere immer vorkommen. Junge Leute, hätten nicht eure Eltern kommen können. Ach so, Cheon hätte ich vorhin vorgelesen, egal. Amon, mach bitte einfach weiter. Viel zu viele Charaktere. Ihr als Führer der Familien, ist es richtig geschrieben, sollt nun bestimmen, was mit dieser Kraft passiert. Das ist also die alte Macht, oder? Ja, das war die Ursprungsform. Wir behalten die Macht, ist doch klar. 6 Steine, 3 Familien, das geht doch. Was sagen die Lucifer-Kinder dazu? Anderer Neid. Aha. Also ist er ein Teufel, oder wie? Der Herr prüft uns immer noch. Es ist klar, dass jedes Wesen etwas von der Macht haben sollte. Niemals. Diese Macht steht uns zu. Wir sind jetzt die Meister. Masst euch nicht an. Wir benutzen die Macht, damit es uns gut geht und nicht mehr. Ja, du bist doch später verrückt geworden, mein Freund. Kaiser. Oh Gott, der ist auch aus der Macht 1, oder? Oder 2? Der ist 1 in Macht 2. Also ich kann... Eigentlich die Story an sich, wenn die wirklich jetzt so nacheinander alles so hier, die Charaktere und so, und es wirklich sich so eine Art kleines Worldbuilding aufbaut, es wird schon ein bisschen komplexer, das Ganze irgendwie. Es hat ja irgendein Leute mal geschrieben, dass alte Macht gar nicht so eine ultra schlechte Story hat. Sie ist einfach nur schlecht erzählt. An sich ist sie eigentlich halt eine typische JRPG-Story und komplex, wenn man mal drüber nachdenkt. Na gut, vielleicht wird es wirklich doch noch einigermaßen okay. Das Story gefällt mir bisher schon mal besser als in den anderen Teil. Was spricht dich jetzt? Keine Ahnung. Neid hat recht. Es ist eine Prüfung. Es ist eine Prüfung. Behalten wir die Macht, wird es nur Krieg geben. Meister. Das gleiche gilt aber auch, wen wir sie aufteilen. Ja. Das machen wir halt eine Hauptmacht. Damit wir die Kontrolle nicht verlieren. Denn damit kann man leben. Die Familie Satanas ist einverstanden. So sei es. Damit ist die Sitzung beendet. Wir werden die Hauptmacht formen. Also ist die Hauptmacht die alte Macht. Oh Gott, sei mir falsch. Egal. Ja, warte mal. Das war die Vergangenheit. Wieso kommen wir jetzt nicht in unsere Zeit? Überlasst das nur mir. Richter, du hast es also bemerkt. Dass Despair so etwas drauf hat, sehr nett. Ihr habt Kraft, haltet ihn auf. In eurer Zeit ist er stärker als ich. Aber es muss einen Weg geben. Die 6 Elementkristalle, wen wir die bekommen könnten. Ich denke, aus denen ist der Hauptkristall. Wir haben die 6 nur benutzt, um einen Kontrollstein zu schaffen. Also wenn wir einen haben, nutzt die alte Macht nichts mehr. Ich bringe euch in die Siegelwelt. Dort sehen wir weiter. Also ich muss echt alles sein. So wie habe ich verstanden, oder wie? Und dann muss ich so einen komischen Kontrollstein sein. Was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung. Ich level erstmal kurz hier. Ach Gott, Kiro ist sowieso... Alter, die hätten nicht gelevelt. Scheiße. Schokobo, wer von euch hat jemals ein MP? Luna hat jemals ein MP. Bei Luna war doch die aus dem anderen Teil. Mann, das ist voll verwirrend. Wenn das dieselbe Luna ist, ist es aber irgendwie nicht, glaube ich. Keine Ahnung. So. Oh, guck mal. Ja. So. Was haben wir jetzt gelernt? Energy Pistole. Nee, oder? Ja, doch, Energy Pistole. Und Feuerpeitsche. Ja, wissen Sie, also nicht mehr Level, keine Ahnung, Dinger. So.
Noch zwei Level für die anderen, würde ich sagen. Sind wir auch. Ja, das ist eh schon im Grunde scheißegal. So. Was? Kiro hat was gelernt. Energy Messer. Er kämpft mit Messern. Okay, oder wie? Und was kämpft er denn eigentlich? Mit einer Gunblade. Ist ja. Okay, mit einer Gunblade. Und sieben in Degen. Okay. Gunblade. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Warum haben wir auf einmal Items im Inventar? Ach, egal. So. Dann. Was ist das? Irgendwas. Hallo, komische Roboter. Bitte nicht stören. Okay. Dich kenne ich doch aus einem anderen Teil, oder wie? Es ist ein Funkturm. Sie sind über die ganze Welt verteilt. Bitte nicht. Ach, ja, Copy-Paste. Okay. Wieso brauche ich diesen Turm? Gar nicht, oder wie? Keine Ahnung. Vielleicht wird das ja echt doch besser wie die Story hier. Ich glaube es ja nicht, aber naja. Was ist das? Ich lese es nicht, oder? Na doch. Was ist das denn? Sind wir nicht in einen Turm gegangen? Der Kristall hat eine Welt in der Welt geschaffen. Also müssen wir das Ding erst suchen. Keiner von ihnen ist gezwungen mitzugehen, aber sie wissen alle, worum es geht. Also erstmal, ich bin Kiro, ja, und so was wollte ich schon immer machen. Also, gut, ich bin Angela, ich gehe gern mit. Ja, so random. Mein Name ist Luna, ich bin 21 Jahre alt und werde mein Bestes geben. Okay, gehen wir los. Ja. Monster aus, bitte. Was zum Fick? Was zum Fick? Ich bin Luna, 21 Jahre alt und gebe mein Bestes. Das hört sich an wie irgendwie, keine Ahnung, wie eine Vorstellung bei dem Pornogespräch oder so. bei einer Pornofirma oder so. Keine Ahnung. Irgendein dummes Gelaber, ja mal. Oh Mann. Ja. Na gut. Muss ich jetzt überhaupt, wie lange ist das jetzt optional oder ist das jetzt, keine Ahnung. Hab ich jetzt irgendwas Optionales verkackt damit und jetzt in Ruhe. Blitz Level 1 erhalten. Winston sagt, der hält nicht mehr, was man da kriegt. Charakter lernt Blitz Level 1, okay. Okay. Ach, dann kriegst du das, Luna. Dann wirst du unsere schwarze Magierin und meine Magierin wahrscheinlich. Guck mal, ich stehe auf einem Vogel. Hallo Vogel. Das fällt mir gerade mal so auf. Dass die Flügel falsch eingestellt sind. Cool. Cool. Nicht. Ach, die typischen Fehler eines Item macht. Aber dass sie sich nicht bewegen, sind einfach nur Stepping Birds. Eine weitere Entwicklung der Random Flying Birds ist ein Stepping Birds. Was? Achso, da kann ich drauf. Ah, das wurde auch verbessert. So, was ist das jetzt? Achso. Oh Gott, nicht der schon wieder. Oh Mann, muss das sein? Ich habe immer noch einen Job zu erledigen. Du suchst jemanden, stimmt's, oder? Ich such's. Zurück, unser Goldie hier. Mich? Wieso? Wieso? Mach nicht so scheinheilig, dein Vater hat es befohlen. Sag meinem Alten, oh yeah, meinen Alten, ich bin voll hip und so. Ich will meine Ruhe. Keine Chance, ich habe etwas Hilfe von Shin bekommen, also wartet. Komm, Wächter des Kristalls. Ein Krake will kämpfen. Aha. Okay. Machen wir das Ganze mal so. Also, jetzt geht schon irgendwie ein bisschen findlich, so denke ich mir das mal. Energy Messer. Armbrust, Angela, verschießen, Fall oder Angela, keine Ahnung. Oh, also viel Schein macht das ja nicht. Naja. Das haben wir gar nicht drauf geachtet, wie viel Schaden der Blitz gemacht hat. Nein, macht doch nicht Schaden. Angela macht gar keinen Schaden. Blitz macht ordentlich Schaden. Oh yeah. Bam. Du benutzt mal ein Heil-Item. Obwohl, 25% ab ist aber wenig in der Heil-Item. Okay,
Sag mal, hat Kiro, wenn er angreift, dieselbe Säbel castet wie Knight? Ich glaube ja, oder? Auf achten, wenn der jetzt noch dran kommt. Luna macht das, Angela macht das. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte schon. Dann haben wir wieder Pferden, dieses Mistvieh. Viel zu viele. Ja, wurde vergiftet. Na, super. Ach, endlich tot. Mann. Shiva Orb. Kiro Level 6, Angela Level 6. Was für ein Monster! Wieso kann er es kontrollieren? Echt gut, ich gönne es euch. Diesmal dürft ihr gehen, aber ich krieg euch noch. Ja. Was für ein Freak! Und diese Lache, ey. Wir nehmen den Kristall noch verschwindet näher. Muss der Stein nicht hier bleiben, damit die Strömung normal wird? Nein, das ist egal, wo der Stein ist. Was ist dann mit der Strömung? Das war wohl das ich meine Schinswerk. Ja. Naja, nimm das Ding und wir gehen. So, okay. Gut. Schiefer Orb, kennst du und so. Gott-Item. Level 8, Level 8, Level 8, Level 7, Level 8. Gott-Item. Und Level 10. Eislevel 1, Blitzlevel 1, Lichtlevel 1. Ah, okay. Volumen. Warte mal. Ach so. Ach, das hat sie auch noch auf dem weißen Kram gelernt. Oh mein Gott. Nun gut. Heil-Item. Das knacken wir gerade, glaube ich. Nun ja. Ich glaube, so ewig lang werde ich eh nicht spielen hier. Gut. Wenn ich wieder die ganze Spiele dann aufhören packen oder so. Ja. In Tom sind lauter Wassermonster. Kauft euch also viel Blitzzauber. Ja, warum nicht zuerst hingehen sollen. Naja. 400 Teile gefunden. Ich glaube, ich werde die Ideologie im Monoton vorlesen, weil das ist besser. Die Strömung hat aufgehört. Liegt das Problem im Traum des Wassersiegels? Aha. Mir ist langweilig. Mir gibt es immer irgendeinen NPC, der sagt, mir ist langweilig. Ach, kann man... Ich kann allen beibringen. Das ist ja fies. Also werde ich das nicht machen. Einfach... Achso, ich habe ja kein Geld, stimmt ja. Gott-Item. Jetzt habe ich Geld. So. Wupp. 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 Aber das ist mal am letzten Wildmap finde ich viel besser, weil er das Ganze ein bisschen mehr Alte macht 1 Feeling. Fischen können wir noch, aber nicht aufs Festland. Wiss doch mal. Fischen können wir noch, aber nicht aufs Festland. Ach so, ihr könnt fischen, aber ihr könnt nicht mal auf Sessant übersetzen. Ich verstehe so halt. Mal gucken. Feuer, Wasser, Blitz, Wind, Heilung. Feuer, Wasser, Blitz, Wind. Hast du das schon, Luna? Feuer, Wasser, Blitz, Wind hast du schon. Du hast Heilung aber noch nicht. Deswegen einmal Heilung bitte. Wo ich Heilung Leben beibringen sollte, glaube ich, dann habe ich das alles richtig eingestellt. Ja, okay. 15 MP. Oh mein Gott. Immer so viel MP. Und dann mal 3 Stück noch. Nee. Weil jeder sollte Heilung mindestens beherrschen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also hast du schon. Und dann kaufen wir es halt wieder. Heilung. Pop. So. Das kann nämlich jeder heilen. Von daher bringt es aber bei allen bei Kiro zum Beispiel fast gar nichts, weil er keine MP hat, aber ja, wenig MP hat, aber so notfalls mal heilen müssen. Also ich schieb mich doch eh durch, Mann. Naja. Achso, das war ja der Typ. Der Asuka-Typ. Möchte die auf die andere Seite? Nein, noch. Nein. Nein, noch nicht. Noch nicht. Miau.